Hallo und willkommen zu Planet Side 2 Free to Play. Das ist eine unregelmäßigere Serie, die ich machen werde über Planet Side 2 und wie man am besten spielt, wenn man kein Geld ausgeben will. Und zwar einfach anmelden, Installer, also Account anlegen, Installer runterladen und dann kommt ihr zu dem Bildschirm. Als erstes, was man macht, ist, man sucht sich eine der drei Fraktionen aus, wobei die Unterschiede eher minimal ausfallen, sagen wir so. Also es gibt die Vanos Sovereignty, die wir spielen werden. Das sind die, die hier Energiewaffen haben, Laser, Pew Pew und so Zeug. Also die haben auch keinen, bei ihren Waffen keinen Bullet Drop, das heißt, oder zumindest bei vielen Waffen keinen Bullet Drop, das heißt, das Geschoss fällt nicht runter, wenn man es schießt, sondern es geht immer ganz genau geradeaus. Dann gibt es die New Conglomerates, die sind insofern etwas anders, als dass sie die Fraktion sind, die deren Waffen zwar langsamer schießen, dafür aber stärker schießen. Also die einzelnen Schüsse mehr Schaden machen. Und die auch, genauso wie die Terran Republic, dann Bullet Drop haben auf ihren Waffen. Also die schießen ganz normal mit normalen Infanteriewaffen. Und dann haben wir noch, wie schon angesprochen, die Terran Republic, deren Waffen etwas schwächer sind, aber dafür deutlich schneller schießen. Ja, die zwei sollen sich eher aufheben, während Wano etwas anders ist. Wir werden Wano spielen, vor allem deswegen, weil ich auf dem Server, auf dem wir spielen werden, schon längere Zeit Wano spiele und dort die ganzen Outfits kenne und deswegen bei den ganzen Alerts etwas mehr herzeigen kann. So, dann immer auf View All Servers klicken, dann sieht auch wirklich alle Server. Es gibt momentan vier EU-Server, drei amerikanische Server und einer für Australien und Südostasien. Wir spielen auf dem Server Miller, deswegen, weil ich weiß, dass dort die Population auf allen drei Fraktionen halbwegs okay ist. Also es gibt keine. Die Terran Republic ist etwas stärker als die anderen zwei Fraktionen, aber es ist jetzt nichts übermäßig tragisch, sondern so. Dann geben wir einen Namen, und zwar so. P, so. Und nehmen gleich den grimmigen Asiaten. Dann kommen wir automatisch in ein Tutorial, das ich gleich abbrechen werde, weil das, was im Tutorial erzählt wird, werde ich stückchenweise während dem Spiel herzeigen. Und im Tutorial wird so viel gequatscht, dass mir das eigentlich gesagt eher auf die Nerven geht. Und zwar, genau hier, einfach auf Escape drücken, dann kommt ihr ins Limbo-Menü, hat das bei Enemy Territory Welcome geheißen. Initiate. Moment. Genau, es hieß Limbo-Menü. Wie es hier genau heißt, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Also es ist einfach das Escape-Menü, würde ich es benennen. Und dann, also euch würde ich natürlich raten, dass ihr das Tutorial spielt, aber es ist nicht übermäßig wichtig, wenn ihr schon First-Person-Shooter spielen könnt. So, und sobald man in die richtigen Kontinente einsteigt, kann man sich ein Starter-Gear aussuchen und zwar kann man da irgendwelche Sachen auswählen, ihr könnt das gerne lesen, das ist egal. Es ist deswegen egal, sobald man auf Submit klickt. Ups, das war mein Handy, Entschuldigung. Das ist jetzt nur zufällig gleich gewesen. Sobald man auf Submit klickt, wird einem eine Klasse zugewiesen, für die man sich offenbar interessiert, nach den Auswahlboxen, die man getroffen hat. Man kann aber immer auch Pick Different machen und sich eine andere Klasse aussuchen. Und man bekommt immer den Experience Boost für einen Tag. Die Tarnfarbe, die man auf Waffen und Rüstung anlegen kann. Und dann noch eine spezielle Waffe, wobei der Light Assault und der Engineer, glaube ich, die gleiche Waffe bekommen. Der Medic, ah, die bekommen nicht das da. Ja, und die anderen bekommen verschiedene. Wie die einzelnen Klassen funktionieren, erkläre ich dann, je nachdem, wen wir dann spielen, die einzelnen Klassen. Wir fangen mit Medic an, nehmen aber hier nicht Medic, weil die Corvus ist jetzt nicht so wichtig. Also die normale Waffe, die der Medic hat, ist jetzt sehr ähnlich zur Corvus. Und beim Infiltrator bekommen wir nämlich eine Bolt-Action-Sniper-Rifle, die schon etwas besser ist, deswegen, weil man damit Gegner in einem Schuss erledigen kann, wenn man in den Kopf trifft. Und die müsste man sich sonst kaufen, bevor man ordentlich anfangen kann, snipen zu lernen. Und das habe ich nicht vor. Also ich würde euch raten, wenn ihr nicht New Conglomerate spielt, wo der Infiltrator von Haus aus schon so eine Waffe hat, dann solltet ihr bei Terran Republic und Warn auf jeden Fall. Der Rest bleibt, wie gesagt, Experience und die Ding bleibt gleich. Spannend.
Gut, wir starten hier im Warp Gate. Warp Gate ist ein Gebiet oder ein Gebäude, das es auf allen vier verschiedenen Kontinenten gibt, und zwar dreimal für jede Fraktion eins. Und wir haben hier unser Warp Gate, das ist blau. Dann gibt es hier noch ein das Warp Gate von Terranern, glaube ich, das. Und das ist das Warp Gate der New Conglomerates. Also Terraner sind eigentlich die A, also Terran Republic, und New Conglomerate ist die NC. Und die Wano heißen einfach nur Wano. Gut, was ihr einstellen solltet am Anfang gleich, ist zwei Sachen, und zwar erstens Keybindings, etwas runter, da gibt es Spot Enemy, das ist momentan, also das ist von Haus aus auf Q gelegt, also auf Q gelegt, und ihr solltet es irgendwo hinbinden, wo ihr es während dem Kampf auch einfach erreichen könnt. Dadurch, dass ich mich gerne bewege im Kampf, ist Q etwas schlecht, weil dann kann ich mich nicht nach links draven, deswegen habe ich es auf die mittlere Maustaste gelegt. Stellt euch natürlich frei, etwas anderes zu belegen. Und warum wir das brauchen werden, das sehen wir dann bald. Und noch etwas anderes, und zwar hier unter General kann man die verschiedenen Fraktionen, verschiedene Farben zuweisen. Und zwar sowohl für die Spieler als auch für die Gebäude und Landstriche, die sie besetzen. Und ich habe das so eingestellt, dass meine Fraktion immer hellblau ist und die anderen jeweils entweder dunkel oder hellrot. Das sieht dann eben in der Karte so aus, also wie gesagt, das ist die TR, die dunkelrote Seite, die hellrote sind die NC und wir sind blau, wobei das hier jetzt wahrscheinlich das sind NC, nein, das sind TR, keine Ahnung, was die hier drüben machen, egal. Gut, es gibt insgesamt vier Kontinente, ich zeige das vielleicht am besten, in den Warp Gates gibt es immer auch so diese Warp Terminals, die sind nur in den Warp Gates vorhanden, außer im Tutorial, da kommen sie einmal separat vor. Da kann man Kontinent wechseln. Allerdings kann man nur auf Kontinente wechseln, die nicht gerade gesperrt sind. Gesperrt werden Kontinente, wenn sie von einer Fraktion komplett erobert werden oder ein Alarm darauf gewonnen wird. Es läuft jetzt momentan kein Alarm, deswegen kann ich das nicht genau herzeigen, das sehen wir später noch. Das heißt, Indra und Emerish sind momentan nicht verfügbar, wir können nur Hossin oder Esamir spielen. Indra ist ein Wüstenplanet, Emerish ist ein Wald... Wiesenplanet, wie auch immer. Isamir ist ein Eis, also Planet, Kontinent. Isamir ist der Eiskontinent und Hossin ist der Sumpfkontinent und auch der neue, also der ist noch nicht wirklich extrem ausgetestet. Wobei es gibt noch eine fünfte Option, und zwar hier VR-Training, also da kann man sich anschauen, das ist so eine kleine Box, wo man beliebig viele Panzer und Flugzeuge erschaffen kann und alle Waffen ausprobieren kann. Also wenn man irgendwas ausprobieren will, am besten ein VR-Training machen. Wir bleiben aber mal auf Hossin. Und da sehen wir schon das wichtigste Terminal wahrscheinlich für uns. Und zwar ist das Infantry Terminal. Da kann man Klasse wechseln. Und zwar gibt es 1, 2, 3, 4, 5 normale Klassen. Musst du wirklich zählen jetzt. Und eine Spezialklasse. Und zwar... Infiltrator ist ein Sniper oder getarnter Nahkämpfer, der noch dazu Gegner aufdecken kann. Ich equip den kurz mal. Also er kann sich mit F, kann man immer die jeweils klassenspezifische Funktion auswählen, kann man sich tarnen. Hier unten sind wir links sind wir die Tarnenergie. Apropos links, das ist auch eine Spezialeinstellung eigentlich. Moment, wo ist es? Genau, Centralized Hard Mode bewirkt einfach, dass die Energie hier und auch wenn ich irgendwie kurz wenn ich schieße, sehen wir rechts das aktuelle Magazin, damit das neben dem Fadenkreuz geblendet wird und nicht rechts unten, wo es normalerweise ist, müsst ihr eben dieses Centralized Hard Mode anhackeln. Gut, also wie gesagt, der Infiltrator kann sich tarnen, hat von Haus aus gleich mal ein Scharfschützengewehr, das Bolt Action Rifle ist. Den Unterschied schauen wir uns gleich an, und zwar das Bolt Action Rifle hat hier, ich mache das zwei schnell, ich erkläre das später nochmal genau, dass wenn man einmal schießt, muss er jedes Mal, also ich kann jetzt nicht nochmal schießen, sondern er muss jedes Mal quasi die Kugel neu einlegen und dann, wenn das fertig ist, das Magazin komplett wechseln. Also mit dem, das macht auch deutlich mehr Schaden. Damit es allerdings etwas bringt, das Gewehr, müssen wir eine Optik dazu freischalten, das kostet einige Qualifizierungspunkte, sehen wir später noch. Am Anfang werden wir wahrscheinlich eher Medic oder Engineer spielen, aber dazu gleich mehr. Light Assault ist die einzige Klasse, die keine klassenspezifische Fertigkeit hat, insofern als dass sie
nur fliegen kann. Also der Jetpack, links sind wir in Energie. Wenn Energie aus ist, geht's runter. Ganz einfach. Also die ist dafür da, dass man auf Gebäude, auf die Dächer rauffliegt, sich in Bäumen versteckt und so weiter und von oben meistens runterschießt. Medic ist relativ selbsterklärend, also der kann mit seinem Tool, das auf der Taste 3 liegt, heilen und auch Verbündete wieder zum Leben erwecken. Bekommt dadurch natürlich Erfahrungspunkte, was wir jetzt nicht bekommen, weil wenn sich die gegenseitig anschießen und töten, dann bekommen wir dafür keine Erfahrungspunkte, wenn wir sie heilen und wieder aufwecken. Aber das ist das, was wir hauptsächlich am Anfang machen werden. Als Waffe hat er ähnliche Waffen wie der Heavy Assault, also hauptsächlich Maschinengewehre, nicht so Karabiner. Und ist deswegen auch im Nahkampf ganz gut unterwegs. Ganz normale Pistole haben wir auch noch. Und sonst eigentlich beim Medic. Ah ja, der hat noch so ein Heilfeld. Sehen wir auch, dass es hier die Energie auf F wieder aktiviert. Das heißt, im Umkreis von, glaube ich, 7, 8 Metern werden alle Verbündete um einen gewissen Betrag pro Sekunde geheilt. Bekommen wir natürlich auch Erfahrungspunkte dafür, wenn wir eigene heilen damit. Dann haben wir den Engineer, der wahrscheinlich die komplizierteste Klasse ist am Anfang. Und zwar Waffe, ganz normaler Karabiner, etwas schwächer als das Maschinengewehr. Pistole die gleiche wie der Medic und wie der Infiltrator am Anfang. Dann haben wir hier das Repair Tool. Das funktioniert so, dass wir alles, was mechanisch ist, damit reparieren können. Also solche Terminals, Panzer, Max-Einheiten, die wir gleich sehen werden, und Flugzeuge. Türme in Basen, also solche Türme, die schießen können, also egal ob Anti-Air, also Anti-Luft oder Anti-Bodentürme. Damit können wir quasi alles reparieren. Gibt auch natürlich XP-Punkte dafür. Und es überhitzt mit der Zeit. Also wir sehen das hier links. Wenn das Ganze rauf geht, dann überhitzt es. Auch unten sehen wir das. Wenn ich das länger halte, egal ob ich jetzt irgendwas repariere oder nicht, dann wird das immer heißer. Und wenn es ganz oben ist, dann wird es für 1,5 Sekunden, glaube ich, deaktiviert. Und dann muss ich erst warten, bis es abkühlt. Also jetzt ist es aus, jetzt muss ich warten, bis es abkühlt. Kühlt es ab und wenn es fertig abgekühlt ist, dann gleich wieder. Und als nächstes gibt es den Anti-Infanterie-Turm. Den kann man einfach irgendwo auf eine flache Ebene stellen, auch im Feld irgendwo hin. Dann warten wir kurz und dann kann man sich hinstellen. Anschießen mit einem Schild. Da gibt es auch noch einen anderen Turm, einen Anti-Panzerturm. Da schießt Raketen raus, die man lenken kann. Na, sehen wir dann vielleicht später nochmal. Und dann haben wir noch auf F, glaube ich, ist das sogar. Ja, genau. Auf F können wir Munition hernehmen. Und zwar fällt das Päckchen einfach am Boden und gibt jedem, der im Umkreis steht und nicht volle Munition hat, Munition. Und da bekommen wir, wie wir gerade gesehen haben, auch natürlich Erfahrungspunkte dafür, wenn Verbündete Munition aufheben davon. Das war's mit dem Engineer vorerst mal. Haben wir noch den Heavy. Der hat ein ähnliches Gewehr wie der Medic. Ist auch ein Maschinengewehr, ganz gleiche Pistole, und als Spezialfunktion hat der quasi den Raketenwerfer. Der das einzige ist, wie man außer dem Ingenieurs Anti-Vehikelturm irgendwie Panzer oder Luftfahrzeuge oder Flugzeuge irgendwie beschädigen kann. Also normalerweise sind die gegen so kleine Waffen wie Pistole oder normale Maschinengewehre immun oder quasi nehmen fast keinen Schaden dadurch. Der Heavy hat dann natürlich etwas schwereres. Und als Spezialfunktion hat er außerdem noch mit F ein persönliches Schutzschild, das auch Energie verbraucht und etwas den Schaden mindert, den er bekommt für eine gewisse Zeit. Dann haben wir noch die Max-Einheit, die wir jetzt nicht auswählen können, weil wir dazu Ressourcen brauchen. Das ist quasi so eine kleine Mech-Einheit, die vom Ingenieur repariert werden kann. Also nicht vom Medic geheilt, sondern vom Ingenieur repariert. Und der bekommt quasi pro Arm eine riesengroße Wumme. Die kann man auch customizen, also kann man auf jeden Arm eine verschiedene Wumme drauf oder beide Arme die gleiche Wumme. Das werden wir erst viel später sehen, weil da muss man erst am besten etwas freischalten dafür, also am besten die Burster-Sachen freischalten. Oh, haben wir schon? Nein, die zweite Burster müsste ich freischalten, kostet 1000 Zertifizierungspunkte, das wird dann etwas dauern. Dann kann man nämlich damit in die Luft schießen und das ist eine ziemlich gute Anti-Lufteinheit. So, wir fangen an mit Medic. Ja, gut. Wie kommen wir jetzt zu einem Kampf? Am besten, wir nehmen den nochmal auf da. Es dauert leider etwas länger, die Leute noch aufzuwecken. Man kann das Tool auch upgraden dann später mit Zertifizierungspunkten und dann so kann man soll stupid das. cunts. Ja, da kann man. Hallo? Ja, dann kann man vor allem auch
schneller heilen und schneller Leute wieder zum Leben erwecken. Gut, einen Kampf finden wir, indem wir einfach mal auf die Karte schauen. Schauen, wo sich was tut. Das sehen wir an diesen gelben Explosionen, sehen wir, wo besonders viel Kampfaktivität ist. Das heißt, hier ist nicht allzu viel los. Da ist einiges los, das heißt, wir wollen daher. Aber wir schauen mal kurz, ob wir da gleich irgendwie direkt hin können. Und zwar mit U. Wenn wir U drücken, können wir redeployen. Solange wir keinen Schaden jetzt nehmen, werden wir nach 10 Sekunden quasi automatisch getötet. Wobei das nicht als Tod wirklich zählt, sondern nur, wir können uns irgendwo neu erschaffen lassen und am besten, naja, da leider nicht. Na gut, dann halt nicht. Schauen wir, haben wir genug Ressourcen? Sehe ich das irgendwo hier? Das ist zu wenig wahrscheinlich für einen Flieger. Dann werden wir einfach hinfahren. Gut, dann nehmen wir uns trotzdem unser Medic wieder. Legen uns hier einen mit Rechtsklick einen Waypoint hin und fahren einfach mit dem Buggy mal rüber. Dadurch, dass wir noch keine, uns noch keine, mit unseren Ressourcen noch keine Flieger leisten können, gehen wir zu einem von den Fahrzeugterminals. Da vorne sind die Flugzeugterminals. Fahrzeugterminal. Gibt es einige Fahrzeuge, die erkläre ich später nochmal. Wir nehmen uns gleich das kleinste. So ein kleines Quad. Schauen wir unser. Links unten haben wir die Karte. Ich habe auch außerdem auf Mausrad rauf und runter den Zoom der Karte gelegt, weil das etwas besser ist als die aktuelle Belegung. Und mit H kann man die Karte größer machen. Das heißt, wir müssen nach links fahren. Mit Alt kann man übrigens den Mauszeiger vom Bild abkoppeln. Das heißt, die Kolonie muss herzeigen. Ups. Und auch die Fahrzeuge kann man entsprechend upgraden mit Turbo und Waffen. Also das normale Quad hat gar keine Waffen. Es gibt allerdings dann auch Waffen zum draufmontieren. Und andere Fahrzeuge haben dann von Haus aus Waffen, allerdings meistens nur so, bis auf die Panzer, so dass man einen Passagier braucht, der die Waffen bedient. Und man kann selbst als Fahrer nur fahren. So, schauen wir mal. Da vorne ist gleich ein Panzer, den sehen wir. Ah, da sind wir da vorne schon. Wir spielen am Anfang deswegen Medic oder Engineer, weil das die Klassen sind, mit denen man am schnellsten Erfahrungspunkte sammeln kann und am schnellsten deswegen auch Zertifizierungspunkte bekommt. Zertifizierungspunkte sehen wir da links unten. Das ist die Währung, die man sich in-game erarbeitet und mit dem man dann in-game Waffen oder Visiere oder Upgrades für die Funktionen der Klasse kauft. Oder Upgrades für die Fahrzeuge kauft, je nachdem. Und wir wollen so schauen, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich solche Zertifizierungspunkte bekommen. Bekommen tut man einen pro 250 Erfahrungspunkte, die man sammelt. Und prinzipiell ein Kill, also ein Kill ungefähr, gibt ungefähr 100 Erfahrungspunkte, während ein Resurrect, also ein Aufwecken eines Verbündeten, bringt glaube ich 150 oder so. Und heilen ist halt dann etwas weniger. Oh, man sollte nicht zu weit weggehen, die Reichweite ist auf den niedrigen Levels noch sehr gering von dem Ding. Ah, 75 Erfahrungspunkte nur. Aber mit dem Heilen dann sind es insgesamt 105. Also ungefähr so viel wie ein Kill. Sollten wir schauen, dass wir das am allerersten machen. Oh, da können wir vielleicht auch. Ja, so. Geht sich das noch aus? Man kann nicht ewig lang liegen bleiben, tot und dann aufgeweckt werden, sondern nach 30 Sekunden verschwindet quasi die Leiche. Und dann kann man nicht, dann kann man die Verbündeten nicht mehr wieder aufwecken. Natürlich, wenn sie nicht aufstehen, also wenn sie dann respawnen, dann bekommt man als Medic keine Erfahrungspunkte. Wir sind hier. Oh, da sind wir gegen oben. Wir sind hier in einer sogenannten Amp-Station, ist das glaube ich? Ja, eine sogenannte Amp-Station. Hey, wo ist der jetzt? Ich sehe den. Und die nimmt man ein, indem man hier diesen A-Punkt einnimmt. Und zwar ist der auf der Karte hier unten zu sehen. Ich schau mal kurz hin, der ist direkt in diesem Gebäude drinnen. Da ist dieser A-Punkt. Da muss man jetzt erstmal reinkommen, das ist gar nicht so einfach. Mein Gegner. Und Gegner haben den Vorteil, sie können diese Jump-Pads verwenden. Also bei mir, wenn ich drauf gehe, dann passiert da noch nichts. Das geht erst, wenn wir die Basis eingenommen haben. Schauen wir mal, was wir machen können. Da ist schon wieder jemand am Sterben, beziehungsweise. Ja. Um da reinzukommen, müssen wir zuerst mal so Generatoren ausschalten. Und zwar hinten am besten. Das Gegner. Ah, kann ich vielleicht aufwecken. Ich muss schnell wie möglich zurückziehen, auch wieder. So.
Und das ist halt ein ziemliches Herumgespiel am Anfang mit Gegner, also eigene Verbündete aufwecken und dann die Heilfunktion zu verwenden. Autsch. Aber das geht schon am Anfang. Wir sehen auch schon, jetzt werden wir gleich einen Zertifizierungspunkt bekommen, wenn der Typ aufgeweckt wird. Ja genau, links unten haben wir es gesehen, ein kleines Plus 1. Heilen wir dann nochmal ordentlich. Dann versuchen wir etwas vorzudringen hier. Wow. Ups, 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 ups. Ist nicht gut, ist nicht gut. Oh! Da war ich jetzt leider nicht ganz so wirklich vorbereitet darauf. Und wir bekommen gleich, sind auf Rang 2 aufgestiegen. Es gibt insgesamt 100 Ränge. Und sind gleich mal das erste Mal gestorben. So, das macht aber nichts. Wir können hier respawnen kann man überall an den Basen, wo man gerade ist, beziehungsweise in den nächsten Basen, beziehungsweise am Warp geht selbst. Welche Basen genau freigeschaltet sind zum Respawn, ist ein bisschen komplizierter. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier direkt bei solchen LKWs, also das sind die Sandra, die wir vorher im Vehicle Terminal gesehen haben, kann man wohin stellen, dann auf B drücken, dann sind sie mobile Spawns. Und da können wir gleich mal hergehen zu dem. Das ist zwar jetzt etwas weiter weg, aber dafür wahrscheinlich etwas sicherer. Wie gesagt, hier kann man auch die Klasse wechseln, wir bleiben jetzt mal Medic. Und wenn man etwas weggeht hier, kann man auch einsteigen und die Waffen bedienen. Mit den F-Tasten oben kann man die Sitze wechseln und die hier der erste Sitz der Fahrer, der ist gesperrt, weil es nicht mein Vehikel ist. Der dritte Sitz und der zweite Sitz sind Geschütze und die anderen sind quasi nur Passagiere. Und ich habe hier jetzt einen ganz lustigen Geschütze, die Granaten werfen können. Das ist jetzt nicht so wirklich interessant. Was haben wir hinten für eins? Das ist ein normales Anti-Air-Geschütz. Ja. Das wäre vielleicht gut zu merken, wenn man da mal mitfährt, dass man nicht ganz sicher im Schluss drinnen ist. So, das ist übrigens der Generator, wo wir vorher hin wollten. Der ist gerade von einer Mannschaft von uns irgendwie angegriffen worden und überlastet worden. Wie das mit dem Überlasten genau geht, man geht einfach hin, drückt Taste E, dann pflanzt man dazu sowas ähnliches wie eine Bombe und die explodiert nach ungefähr 1,5 Minuten oder so. Man muss natürlich in der Zeit den Generator bewachen, weil sonst wird die Bombe entschärft von den Leuten, die natürlich die Generator bewachen wollen, eigentlich bewachen wollen, also den Verteidigern hier. Und wenn der dann letztendlich den Geist aufgibt, dann können wir direkt in das Hauptgebäude vordringen und dort den Punkt einnehmen, was vorher natürlich noch nicht geht. Also hier sehen wir das schwer am Brennen, das ist auch sehr gut für uns. Irgendwas reden die da. Vielleicht ein bisschen lauter machen hier. Kann bei Voice Receive vielleicht auf so machen. Ich werde Transmit wohl Input Device. Ja, passt. Ich habe meine Voice gemutet für Inge, weil ich. Oh, schon wieder. Ah, schon wieder ein Killer hascht, allerdings selbst gestorben. Dignity Voice ist übrigens der Clan, oder das Outfit, bei dem ich mit meinem Hauptcharakter. Yes, they've repaired the vertical. So one week down the horizontal, let's have some people stay here and not all rush off to that vertical again. Because they'll come back here and they'll repair the horizontal. Ja, also er hat gerade gesagt, wir sollen, wenn der Generator jetzt endlich tot ist, sondern ein paar hier bleiben und ihn bewachen. Weil wenn alle vorgehen und versuchen, die Basis zu stürmen, dann kann es sein, dass irgendwelche zurückgebliebenen roten Einheiten, also die Gegnereinheiten hier reinstürmen und den Generator wieder reparieren, was natürlich etwas böse wäre, weil wir dann wieder Zeit verlieren. Deswegen immer darauf achten, was die Squadleader sagen. Gehen wir mal hier mit kurz. Schauen Sie mal an, was hier los ist. Ah, das Schild ist noch gar nicht ausgeschaltet. Das ist übrigens der Generator da drüben. Das Schild, das wir ausgeschaltet haben, war, dass wir die Tore hier jetzt können, unsere Fahrzeuge hier reinkommen und auch unsere die Lastwagen, diese Sandra, die unsere Spawnen. Oh. Die quasi unsere mobilen Spawn-Einheiten sind. Oh, da kann ich den abwecken. Das ist gerne, das wäre nämlich. Oh, da hat mich jemand von links mit einem Gewehr maltretiert. Das ist am Anfang etwas schwierig herauszufinden, wie lange man sich Zeit lassen kann, um Leute aufzuwecken. Aber nach kurzer Zeit hat man das raus. Beziehungsweise es geht dann sowieso etwas schneller. Wir wollen uns auf jeden Fall mal einige Zertifizierungspunkte dadurch erarbeiten, dass wir hier einfach mitlaufen und so gut wie möglich dem Team helfen. Deswegen, wir werden auch jetzt mal umschwitchen auf Engineer und versuchen hier mit unserer. Da wäre gerade jetzt mal aufwecken, das heißt, wir können auf Medic wechseln.
der hier? So, wo es auf den Straßen geht, ist manchmal etwas schwierig, weil da extrem viel Verkehr ist. Man sieht hier, es ist nicht ganz so einfach mit den mit diesen Lastwagen herumzufahren, weswegen da es oft auch manchmal das Problem gibt, mit das eigene Lastwagen einen überfahren und so. So, jetzt aber, gehen wir weiter vor. Jetzt ist der Generator drüben zerstört und wir können endlich in die Basis rein, also dorthin, wo dieser Punkt ist, der Typ zum Heilen. Da sieht man immer in den Icons, die Verbündeten drüber haben, wenn es so ein Plus-Icon ist, dann kann man ihn heilen. Wenn er so ein Munitions-Icon ist, dann hat er wenig Munition, man kann ihm quasi mit seinem Paket vom Ingenieur Munition verschaffen. Ah, eine. Aufpassen. Ups. Ja, das war zu viel für mich. Diese Frag Granite. Wir hoffen, dass uns ein Ingenieur. Ah, ein Medic aufweckt. Sehr schön. Dann werden wir gleich auch den aufwecken. Sehr gut. Ja. Ah. Ja, okay, innerhalb vom Gebäude ist leider alles sehr hektisch meistens. Oh. Das ist jetzt blöd, weil irgendjemand hat unseren Lastwagen zerschossen. Und ich kann jetzt nur draußen spawnen. Und die da sind, werden wahrscheinlich hier reparieren jetzt. Das ist alles sehr blöd. Deswegen gehen wir mal raus. Versuchen so schnell wie möglich wieder reinzukommen und zu schauen, dass dieser Generator nicht repariert wird. Wie gesagt, mit dem Mauswort rauf und rein ist es am besten, wenn man sich die Zoom-Funktion für die Karte dorthin legt. Weil man dann den Überblick über die aktuelle Basis oder das aktuelle Feld am besten hat. So, die haben schon einen anderen Generator hier quasi überlastet, also mit einer Bombe behaftet. Der Generator ist dafür da, um den Verteidigern zu ermöglichen, direkt hier in der Basis zu spawnen. Wenn wir den ausschalten, dann ist es deutlich einfacher, diesen A-Punkt hier zu halten. Und hier, das sind Gegner nämlich. Das ist ein Ausgang für die Gegner. Das ist nämlich der Spawn-Raum genau quasi unter der Basis oder halb unter der Basis vergraben. Genau, das ist eh schön bewacht. Wir gehen wieder mal rein in die Basis. Schauen wir uns mal an, ob wir da nicht in den Kopf hängen können. Vielleicht in das Eck oder so. Ja, so. Sollten halb ich sicher sein. Da wo ich nämlich jetzt quasi daneben stehe, da geht es direkt rein in diesen unterirdischen Spawn Room von den Gegnern. Da oben ist dieser Punkt, den wir einnehmen müssen. Einnehmen ist ziemlich einfach. Wir stellen uns einfach daneben und warten, bis dieser Balken da oben von Rot auf Blau wechselt. Je nachdem, welche Farben das man einstellt, von der gegnerischen Farbe auf die eigene wechselt. Hier sehen wir überall so Munitionspakete liegen von Ingenieuren. Das ist ein Motion Detector von einem Infiltrator, das heißt, der in einem ziemlich großen Umkreis zeigt uns der an, wo sich Gegner bewegen. Was ist hier los eigentlich? So ist der so viel tot. Sind nur wahrscheinlich irgendwelche Panzer, die von außen hier reinschießen. Deswegen explodiert hier dauernd alles. Das sind übrigens da hinten, das sind Gravity Lifts. Den kann man rauf. Sich rauf levitieren lassen, beziehungsweise runter levitieren lassen. Die werden wir später vielleicht nochmal brauchen. Das sind zwei Punkte. Wenn diese Zeit hier abgelaufen ist, die 45 Sekunden hier, das ist diese SCU, also die Spawn Control Unit, dann gehen die Schilder hier auf und ich kann zu den Gegnern hier reinkommen. Während das geht, also während das noch nicht geht, können die einfach irgendwie nicht rausschießen und wir können nicht reinschießen. Also das ist quasi als Verteidiger-Bonus, können die quasi uns abschießen, wenn wir sie nicht abschießen können, aber das ist, wie gesagt, nur so lange, wie dieser Generator hier läuft. Tod ist dann, kann man endlich rein und vielleicht sogar einen Kill abstauben. Oder einen Kill abstauben, den wieder kommt. Ah, den heilen gleich. Naja, heilen, ist sehr gut. Das bringt nämlich Erwartungspunkte heilen. So, das ist diese SCU Risen. Das ist die Schilder offen, alle von uns stürmen rein. Wahrscheinlich werden einige von uns das zeitliche segnen. Ja, oh ja, hier. Darauf habe ich nur gewartet.
hebe ich nämlich jetzt auf. Kommen wir durch Sweet, Sweet XP. Den soll ich auch aufheben. Ah, wo ist der? Da ist er. Streiten sich die Medics immer, wer als erster aufwecken darf. So. Und jetzt haben wir die Basis eingenommen. Die gehört jetzt uns. Und, oder beziehungsweise, die Gegner können noch nicht mehr ordentlich spawnen hier. Sie können sich quasi noch einnehmen, aber. Und alle Basisverteidigungstürme und alle Schilder gehören noch innen, aber ja, sie können nicht mehr ordentlich spawnen. Das heißt, das ist quasi fast eingenommen für uns. Und. Was soll ich noch sagen? Genau, wenn die Zeit hier ganz oben ist, dann gehört die Basis im Endeffekt dann auch wirklich uns. Als nächstes werden wir wahrscheinlich diese Basis hier einnehmen. Wie lange spielen wir schon? Good job, guys. Maybe let's go down to our biolab with most of the Zerg, Aiken biolab, and try get our infantry resources back as well. Okay, der Squad Leader meint jetzt, dass wir quasi nach unten gehen sollen zum Aiken Biolab. Was Biolabs sind, sehen wir vielleicht nächstes Mal, weil jetzt haben wir schon genug hergezeigt für den Anfang. Die ersten 10 Zertifizierungspunkte, die wir brauchen, apropos Zertifizierungspunkte, das zeige ich jetzt noch hier, Zertifizierungspunkte. Hier haben wir unser Pause-Menü oder unser Limbo- oder Escape-Menü. Ganz am Anfang unser Profil, wo wir auch unseren Boost einstellen können, wenn wir wollen, den wir bekommen haben. Die Karte ist hier. Unsere verschiedenen Klassen mit ihren Aufwertungen oder Upgrades, die wir machen können. Oh, ich habe das Implant noch drinnen. Das wollen wir auf jeden Fall mal wegtun mit der rechten Maustaste. Weil das kostet nämlich Energie und so. Und das dann können wir hier unsere Fahrzeuge upgraden, inklusive unsere Flugzeuge. Und hier haben wir unser Social Tab, wo man einem Clan beitreten kann, auch aktuellen Gruppen beitreten kann und wie auch immer. Hier haben wir noch unser Implant bla 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 System, wo wir Implants kombinieren können. Das zeige ich vielleicht nochmal viel später her. Und hier ist der Shop, wo man sich in-game Cash kaufen kann, beziehungsweise einzelne Waffen auch direkt gleich kaufen kann. Was ich herzeigen wollte, hier, was ist mit der Huperei draußen? Aussetzt. Was ich herzeigen wollte. Beim Medic hier ist dieser Medical Applicator, den können wir upgraden auf die nächste Stufe mit 10 solchen Zertifizierungspunkten, von denen wir momentan nur 2 haben. Und wenn wir den upgraden, dann können wir schneller heilen, schneller Leute aufwecken und die Reichweite wird erhöht. Das ist natürlich super, wollen wir auch machen, allerdings geht das erst, wenn wir 10 Zertifizierungspunkte haben. Noch dazu, wenn ihr offline seid, das heißt, wenn ihr schlafen geht, bis zum nächsten Tag quasi wartet, bekommt ihr direkt für jede Stunde, die ihr offline seid, einen Zertifizierungspunkt gutgeschrieben. Wenn ihr. Ja, ich muss kurz das Fenster zumachen, Moment. So, bei uns ist das nämlich noch immer brauch, wenn jemand heiratet, dann muss man durch die Stadt fahren und laut hupen. Wie auch immer. Also, jede Stunde, die man offen ist, bekommt man einen Zertifizierungspunkt, allerdings nur bis maximal 24. Zertifizierungspunkte, das heißt, man kann einen Tag offline sein und bekommt jede Stunde einen so einen Punkt. Sehr gut, wir haben jetzt. This facility now belongs to the VS. Genau, wir haben die Basis eingenommen, waren mit dabei, deswegen bekommen wir Erfahrungspunkte dafür. Haben auch insgesamt, glaube ich, 4 Zertifizierungspunkte bekommen. Alle Schilde gehören jetzt uns, alle Abwehrtürme und so weiter. Und wenn man Subscriber ist, dann bekommt man quasi doppelt so viele Zertifizierungspunkte. Wenn man offline ist, also insgesamt 2 Zertifizierungspunkte pro Stunde und bis maximal 48. Wir machen das allerdings nicht so, ich spiele den komplett Free-to-Play, das heißt keine Sachen, die man kaufen muss. Deswegen sind es 24 und einer pro Stunde. Das heißt, wenn ihr einen Tag offline seid, dann könnt ihr euch schon anfangen Sachen zu leisten, so wie irgendwelche Visiere für die Waffen und so weiter und so fort. Das alles sehen wir allerdings vielleicht im nächsten Video, wobei vielleicht im übernächsten Video, ich werde das nächste gleich hier anhängen. Wenn wir das Biolab sehen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß!